Hey, na? Nachdem wir das letzte Mal extra was für Weihnachten gebacken haben, ist heute Silvester dran. Denn es ist bald Silvester, wie ich feststellen musste. Und passend dazu habe ich gedacht, machen wir einfach mal Glückskekse selbst. Jeder freut sich über ein bisschen Glück und schöne Sprüche. Und wieso nicht selbst machen? Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Als erstes brauchen wir ein Ei. Und zwar müssen wir das Ei erstmal trennen, weil wir brauchen nur das Eiweiß. Sollte man nicht die Schale reinfallen lassen, das wäre ungünstig. So, das Eigelb können wir schon mal wegstellen. Da kommt jetzt der Zucker rein. Und dann bewaffnen wir uns mit einem Mixer, den ihr habt. Ihr könnt natürlich auch alles mit der Hand rühren, aber das ist ziemlich mühselig. Und das Ziel ist jetzt, einen Eischnee daraus zu machen und halt so lang zu rühren, bis der Zucker aufgelöst ist. So, das sieht dann so aus. Das reicht uns schon. Jetzt kommen wir zu Vanillezucker, der kommt da rein. Ein ganzes Päckchen. Dann Margarine. Das Mehl. Das war jetzt ein bisschen zu viel, da war ich ein bisschen überschwänglich. Aber das macht noch nichts, weil ich habe es ja oben drauf geschüttet. So, und dann nehmen wir noch ein bisschen Wasser. Nehme ich jetzt einfach den Löffel hier. Und dann wird das Ganze verrührt. So, ich würde schon sagen, der Teig ist so okay. Den sieht man ein bisschen. Und dann holen wir uns ein Backblech. Dann machen wir das Backblech drauf. Und dann nehmen wir uns einen Löffel. Oder am besten zwei. Und dann nehme ich jetzt immer so ein bisschen was aus der Schüssel raus. Ich glaube, es braucht doch nur einen. Und dann mache ich hier so Kreise aufs Backblech. Das sieht dann so aus. Ich hätte jetzt gesagt, mehr als 5 kriege ich hier nicht auf mein Backblech drauf. Und dann kommt das in den Backofen. Ich habe jetzt mal für 10 Minuten eingestellt, aber man sollte da immer mal ein bisschen bei gucken, weil je nachdem, wie dick man den Teig macht oder wie dünn man den Teig macht, ist der halt schnell verbrannt und wir wollen den ja später noch formen. In der Zwischenzeit könnt ihr auf jeden Fall hier so Zettel fertig machen. Die sollen ja in den Glückskeks, sonst macht es keinen Sinn. Glückskeks brauchen Zettel. Da schreibt ihr dann einfach einen schönen Spruch drauf, legt ihr euch schon fertig an die Seite. Und am besten, wenn ihr es sicher haben wollt, könnt ihr das in ein bisschen Alufolie einpacken. Und das mache ich jetzt.
Ich habe mir jetzt einfach hier so ein Stück abgebissen. Mache dann hier nochmal so ein kleines Stück raus. Und dann falte ich so einen Zettel. Falte das dann mal rein. Das ist dann einfach, falls der Teig noch so ein bisschen feucht ist, dass der Zettel sich nicht auflöst, weil das wäre nicht so schön, wenn man einen Keks aufmacht und der Zettel ist schon halb aufgelöst. Das ist die Variante, wo man auf Nummer sicher gehen kann. Aber ihr könnt natürlich den Zettel auch einfach so rein tun und hoffen, dass alles schön ist. Und dann warten wir mal noch weiter auf die Kekse. So, ich sehe einen braunen Rand. Und dann schauen wir mal. Diesmal habe ich auch nicht schon wieder eine Stelle ins Gepäck reingemacht. Beim letzten Mal. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Und zwar müssen wir jetzt so einen Kreis darunter machen. Ohne uns die Finger zu verbrennen. Ich bin nicht spät. So. Dann kommt so ein Zettel da rein. Dann wird das in der Mitte zugeklappt. Und zwar so. Und dann machen wir da so ein Knick in die Mitte. Möchte nicht so ganz. Ne. Also man kann als Hilfe auch hier so eine Form nehmen, dann bleibt das auch da drin. Ich habe das jetzt hier so reingelegt. Und das kommt mit allen. Das sind jetzt nicht die hübschesten, aber wir schauen mal, wenn die gleich abgekühlt sind. So, die Kekse sind fertig. Die meisten sehen auch schön aus. Ich habe hier noch so ein paar, naja, geht so. Also man sollte schon ein paar mehr machen, als man vielleicht verschenken oder generell machen will. Aber die meisten sind eigentlich ziemlich schön geworden. Sind mir so fast vom Teller gefallen. Und ich würde sagen, machen wir doch mal einen auf. Oh, habt ihr das gehört? Richtig crunchy. Hier ist auch unser Zettel. Und hier drin steht, viel Glück fürs neue Jahr. Und natürlich müssen wir jetzt auch noch den Keks probieren. So, dann habe ich hier ein Stück von dem Keks. Und dann würde ich sagen, probiere ich den mal. Ich mache mal so ein kleines Stück ab. Also wenn ich nicht wüsste, dass sie selbst gemacht sind, würde ich sagen, die sind gekauft. Und das ist in dem Falle eine gute Bewertung. Nee, finde ich richtig gut. Ja, und wenn euch das Rezept gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, ein Abo da. Aktiviert dann auch bitte die Glocke, damit ihr sehen könnt, wenn ich ein neues Video hochlade. Ansonsten habe ich noch Instagram und TikTok, da könnt ihr auch sehr gerne vorbeischauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.